Mahlzeit aus Sassnitz. Ich habe mir hier gerade in diesem Nettomarkt so einen fertigen Salat geholt, Natur. Und bin dann die nächste Seitenstraße hier rein zum Parken. Stehe jetzt hier mit Meerblick, schön die Sonne auf dem Auto. Und werde jetzt hier erstmal genüsslich zum Mittag essen und dann gleich mit euch eine Runde durch Sassnitz drehen. Also, bis gleich. Ja, jetzt geht's los. Also hier stehe ich wirklich sehr gut. Ich bin am Überlegen, ob ich die Anwohner hier frage, ob die das stört. Die haben nämlich hier ein Schild stehen, Ausfahrt freihalten. Aber es ist ja im Grunde keine Ausfahrt mehr. Ob ich mich nicht ganz nach vorne stellen kann, dann würde ich mich mit den Vorderrädern hier auf die Kante stellen. Dann würde ich mich gerade stehen und hätte diesen Ausblick zur Nacht und natürlich auch wieder zum Morgen. Das wäre schon sehr, sehr gut. Also, Fragen kostet nichts. Hier ist der zentrale Kreisel von Sassnitz. So das ein oder andere noch sanierungsbedürftige Gebäude, dort oben der Bahnhof. Hier direkt ein Hotel. Und von dem Kreisel aus geht es runter in diese Straße, wo ich jetzt stehen kann. Und da kann man auch kostenlos parken, ohne irgendwie einen Anwohnerausweis zu brauchen oder sonst was. Sehr schön. Also hier ist nochmal schön erklärt, wo es jetzt überall hingeht. Unter anderem Touristeninformation, Schmetterlingshaus, Kriegsgräber, Hochuferweg, Stubenkammer, Stadthafen und so weiter. Alles hier runter und mal sehen, was wir davon alles mitnehmen können. Oder anschauen. Soll ja auch angenehm bleiben. Aber so in der Sonne lässt es sich jetzt gerade mit so einem Wollpullover hier schon ganz gut aushalten. Ich wollte euch den Platz von der Seite auch nochmal zeigen mit diesem Co-Hotel Sassnitz. Das war von der Straße ja nicht so gut zu sehen. Und jetzt geht's runter oder über diese schöne Brückenkonstruktion Richtung Hafen. Habe ich schon gesagt, dass ich Sonne liebe. Auch wenn wir nur 10 Grad oder sowas haben, aber es ist echt tausendmal angenehmer als dieses triste, dunkle Winterwetter. Und diese Stahlkonstruktion, die das Ganze hält, finde ich auch immer beeindruckend. Aber das habe ich, glaube ich, schon bei der einen oder anderen Brücke erklärt. Und an den drei Punkten hält das Ganze her. Da unten kann man seinen Kaffee in der Sonne genießen. Und dort steht ein U-Boot mit Ticketschalter U-Boot-Museum. Da bin ich ja mal gespannt. Reingehen? Ich glaube eher nicht, weil das ja doch schon sehr beengt ist immer. Aber anschauen, auf jeden Fall. Ja, hier konnte man früher wohl seine Tickets buchen für die Touren Richtung Skandinavien. Und das war dann die Zugangsbrücke. Aber die Fährlinie existiert wohl nicht mehr. Oh, ganz viele Fische da unten. Also hier, wo ich jetzt gerade gehe, da ist bei jedem Schritt alles am Knarzen und am Knirschen. Schon nicht so das gute Gefühl hier. Naja, ist jetzt eh hier zu Ende der Weg. Aber auch schön zu sehen hier in dem kleinen Hafen, was da für doch beachtliche Schiffe liegen. Ja, ich bin jetzt hier an den Hafentoiletten in Sassnitz. Kosten 50 Cent Eintritt. Aber die 50 Cent sind definitiv gut angelegt. Also es ist hier alles blitzblank sauber. Ich weiß nicht, warum ich jetzt gerade gezoomt habe. Entschuldigt bitte. Ich wollte keinesfalls die Toilette von innen sehen. Irgendwie dran gekommen. Naja, auf jeden Fall gut angelegte 50 Cent. Schon beachtlich, dass so viel Stahl schwimmen kann.
Ja, die Zeit vergeht. Jetzt habe ich mich gerade eine Stunde mit dem guten Mann von dem U-Boot unterhalten. Reingegangen bin ich nicht, weil es mir wirklich zu eng ist. Und er erzählte dann einen Schwung hiervon und einen Schwung davon und dass er selber seit seinem 16. Lebensjahr zur See gefahren ist. War sehr interessant. Auch so das ein oder andere hier von Sassnitz, womit er zufrieden ist und weniger zufrieden. Ist immer toll, wenn man mit den Leuten so ins Gespräch kommt. Aber was ich sagen wollte, bei dem U-Boot waren zwei Dieselmotoren ganz normal bei und zwei Elektromotoren und die hatten schon eine Leistung von 3000 PS. Das ist ja schon nicht ohne. Und mit diesen zwei Elektromotoren konnte das Schiff 3 Tage bei langsamer Geschwindigkeit unter Wasser fahren. 3 Tage. Und das finde ich schon beachtlich, wenn man denkt, dass das Ding aus den 60er Jahren ist. Da sollte es doch heute auch möglich sein, das irgendwie hinzukriegen. Weil die Schifffahrt ist ja nicht so, ja, ökologisch. Ich bin ja jetzt nicht der Umweltaktivist oder sonst was. Ich finde es nur faszinierend. Man darf auch nicht vergessen, er sagte hier, die Batterien alleine sind 250 Tonnen. Kann man sich gar nicht vorstellen, aber ist wohl so. Und oder hat er 25 Tonnen gesagt? Ach, ich weiß es nicht genau. Kann man vielleicht auch nachlesen. Auf jeden Fall, netter Kerl, nettes Gespräch. Und jetzt geht's weiter. Hier am Hafen direkt gibt es jetzt so ein Geschäft für alles Mögliche, in Souvenirs, eine Osteria und dann Töpferwaren, Cafés und Fischerei und Hafenmuseum. Man geht hier durch so einen kleinen Durchgang bzw. durch einen alten Kran, der auch noch weiter in Betrieb ist. Ist echt ein netter kleiner Hafen. Hier hat man auch die Möglichkeit, die Havel zu besichtigen. Ist aber heute oder zurzeit auf jeden Fall geschlossen. Hier sieht man schön die ganzen alten Fischboxen und auf der Seite das alte Kühlhaus. Hier riecht es wieder fischig. Aber nicht schlecht, also frisch. Guckt euch das an, das da als Pickup, habe ich auch noch nie gesehen. Auch eine interessante Variante. Oh, und hier riecht es nach frischem, geräucherten Fisch. Lecker, lecker. Diese kleinen Bütchen hier, das ist für mich so typisch Küste. Nicht diese ganz großen. Also Sassnitz ist schon so ein bisschen zum Flanieren ganz schön gemacht. Es ist jetzt nicht so wie in Binz oder ähnliches, aber es ist trotzdem schön auf seine Art. So, jetzt bin ich so ein bisschen hier an diesen Felsen vorbeigegangen noch. Und gehe jetzt weiter Richtung Seebrücke. Ganz ansehnlich hier, auch da der Fürstenhof. Ich zoome mal wieder ein bisschen. Hat schon was, so das strahlende Weiß bei dem Sonnenschein jetzt. Die Seebrücke ist leider nicht begehbar. Und ich glaube nicht, dass das jetzt erst seit neuestem ist. Weil die hat es schon lange hinter sich, so wie die aussieht. Ist eigentlich schade, dass sowas dann nicht instand gehalten wird. Weil auch das ist ein Anziehungspunkt. Ja, hier ist wieder eine von diesen schönen Gassen, wo es dann so an alten Gemäuern vorbeigeht. Zum Beispiel ganz oben 1901, alter Reichshof. Den meine ich. Aber auch hier zur rechten Seite, das muss ich nicht verstecken. So, hier zur rechten Seite gleich sieht man so eine halbe Muschel, die auch beworben wird, dass die hier in Sassnitz steht, von wegen architektonisches Werk. Ist ganz nett, ist nur schade, dass der Vorplatz nicht dementsprechend gepflegt wird. Und hier gegenüber ist so eine Befestigungsmauer, wo es sich anscheinend perfekt wohnen lässt darüber, weil die den direkten Meerblick haben. Schon klasse. Und dort kann man Richtung Steilküste und Kreidefelsen laufen
oder sogar auch radeln. Aber das werde ich dann ein anderes Mal noch machen. Nicht jetzt. Jetzt ist Sassnitz-Stadt dran. Hier zeigt einem der Schatten, wo es lang geht. Kunsthandwerk Alt-Sassnitz. Jetzt bin ich wieder in der Gasse, die ich vorhin schon mal gezeigt hatte. Ja, jetzt bin ich die Straße hier hoch. Und bin mir gerade gar nicht ganz sicher, welchen Weg ich gehen soll. Ach, ich nehme mal den hier. Aber was mich irritiert hat, ist da diese Betonkonstruktion. Also ganz lange wird das nicht mehr halten. Ja, hier vor mir ist die Johanneskirche zu sehen. Gehe ich aber nicht hoch, weil auch dort alles abgesperrt ist. Und wieder eine kleine Straße zurück Richtung Hafen. Ja, hier von der Mole hat man jetzt einmal so einen ganzen Rundumblick. Entschuldigung, immer noch nicht fit. Auf Sassnitz. Ich gehe jetzt noch weiter bis ans Ende der Mole, wo der Leuchtturm steht. Dort sieht man gerade die Cecilia, wie sie ablegt, was ich heute Mittag einmal kurz gezeigt hatte, wo sie dort vor Anker lag. Mit welcher Leichtigkeit die mal eben hier drehen. So, jetzt bin ich gleich da. Es ist unglaublich, diese Mole. Man sagte mir vorher, 1,8 Kilometer Länge hätte die. Sah sie definitiv nicht nach aus. Aber das kommt hin. Also man läuft hier echt eine halbe Ewigkeit. Jetzt bin ich am Ende der Mole angekommen. Hat. Das Ganze hat mir ziemlich gut gefallen hier in Sassnitz. Was ein bisschen schade ist, dass nicht so ganz viel investiert wird, was so öffentliche Einrichtungen angeht, sage ich mal. Bezüglich des Tourismus. Also es gibt eine Toilette im Ortskern. Da steht ein Schild dran, aus technischen Gründen geschlossen, aber nicht ein Zettel. Nein, ein richtig hergestelltes Schild aus der Druckerei. Also nicht mal eben, sondern ne, dauerhaft, aus technischen Gründen geschlossen. Und da mir der Rohkostsalat heute Mittag nicht sonderlich bekommen ist, hätte ich 1,5 Kilometer weiter gemusst zur nächsten Toilette. Jetzt war Gott sei Dank das Rathaus in der Nähe, dann wird das eben genutzt. Aber solche Sachen sollte man sich vielleicht doch mal drum kümmern. Jo, ich würde sagen, mit Blick von der Mole verabschiede ich mich hier für heute aus Sassnitz. Macht's gut, euer Markus.